einiges an Gesprächsstoff. Deswegen sprechen wir gleich über dieses Thema mit Christian Beilfuß, der für uns auf dem Flughafen in Frankfurt am Main ist. Denn die Nationalmannschaft, die startet heute von dort Richtung Lyon zum Testspiel, morgen dann gegen Frankreich, Christian. Aber momentan reden ja eigentlich alle nur über den Ausrüsterwechsel beim DFB. Wie überraschend kam denn diese Entscheidung? Ja, das ist wirklich eine Geschichte, in der es irre viel Zündstoff drin. Und in der Tat ist es vor allen Dingen zunächst einmal auch der Zeitpunkt, der da gewählt worden ist. Zum einen, wie wir gerade schon gehört haben, ist es für Adidas völlig überraschend gekommen. Und zum anderen hat ja diese Kampagne von Adidas gemeinsam mit der deutschen Nationalmannschaft zur Europameisterschaft hin gerade erst begonnen. Dieses Trikot, es wurde viel drüber gesprochen, von Adidas, aber ein absoluter Promotion-Erfolg, auch für die Nationalmannschaft, weil das ist ein Verkaufsschlager, egal wie man es jetzt persönlich findet. Und das hat ja gerade wirklich Schwung aufgenommen und das hatte Fahrt. Wir waren jetzt ja die ganze Woche hier im Trainingslager, wo Adidas natürlich mit der Nationalmannschaft präsent ist. Das lief alles wie eine, ja, eben gut funktionierende, sehr, sehr lange Ehe und dann plötzlich dieser Bruch. Aber es hat ja noch einen weiteren Aspekt, weil die deutsche Nationalmannschaft wird während der Fußball-Europameisterschaft bei Adidas wohnen. Adidas hat einen riesigen Sportcampus, hochmodernes Gelände mit allen Möglichkeiten in Herzogenaurach. Und das ist das Quartier der deutschen Nationalmannschaft. Also da ist dann ein Ehepaar, das sich in Scheidung befindet, auf engstem Raum noch mal eine ganze Zeit zusammen. Also auch da deutet eine ganze Menge Probleme an. Und es scheint in der Tat auch eine schwierige Kommunikation zwischen beiden Parteien gewesen zu sein. Ein Aspekt vielleicht noch. Nike hat schon seit vielen, vielen Jahren darum gebuhlt, an Adidas vorbeizuziehen und die Nationalmannschaft zu übernehmen. Es gab dann immer wieder Gerüchte, dass das immer wieder verhindert worden sei durch persönliche Beziehungen von Menschen innerhalb des Deutschen Fußballbundes, um es mal vorsichtig zu formulieren. Möglicherweise ist es deswegen so geheim gehalten worden, dass es diesmal ungestört über die Bühne gehen kann. Na, dann hoffen wir mal, dass das nicht wieder neue Unruhe gleich ins frisch zusammengewürfelte Team auch bringt. Denn morgen steht ja das Testspiel an. Christian, danke schön.